Einen wunderherzlichen guten Morgen und willkommen zurück zu Ayuden Chronicle Folge 34. Dörte zu begrüßen mit einem wunderherzlichen guten Morgen, wenn man seine Videos grundsätzlich um 17 Uhr oder 18 Uhr released, ist natürlich auch absolut nice. aber ich habe jetzt gerade gedacht, ja, Samstagmorgen, Alter, du nimmst ein bisschen auf, bevor du nachher zum Geburtstag von deinem Neffen gehst. Mega nice. Und dann wollte ich jetzt gerade beim Wachwerden ein bisschen grinden, um unsere Charaktere aufholen zu lassen. Und dann habe ich gesehen, dass wir ja gar nicht in unserer Burg sind, sondern hier. Nicht in unserer Burka. Und wir können unsere Charaktere ja gerade nicht wechseln. Das heißt, ich hätte jetzt mit denen grinden können, aber das ist ja auch irgendwie Quatsch. Deswegen habe ich jetzt nichts gemacht und habe Peglin gespielt. Nice. Wir erkunden jetzt hier mal das Dorf. Wir müssen wieder auf jeden Fall nochmal in den Nordwald gehen. Nun, hier hilft dir das Buch weiter. Achso, stimmt, du hast mir das Buch gegeben, ich erinnere mich. Ja, wir müssen auf jeden Fall dann mal in den Norden, in den Wald und da die Vögel wegballern, glaube ich. Für sie, weil die hat ihren Charme verloren. Den ganz komischen Dude haben wir mitgenommen. Und wir können jetzt, glaube ich, da drüben auf die andere Seite der Stadt fahren. Ich bin zum ersten Mal hier und meine Güte, ist das heiß. Ich habe gar nicht so viele Schichten gebraucht. Was? Ja, scheinbar hat halt einfach ein Shirt gereicht, weil wir tragen auch nur... Ich wüsste gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was wir da tragen. Huket Pokop. Der Handel zwischen Norristar und Kenan wächst stetig. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich kaufe hier Sachen ein und mache einen Gewinn, indem du sie über das Meer bringst. Du kaufst die Sachen ein, ich bringe sie über das Meer. Das klingt nach Profit. Wuff! Wer ist er? Oh mein Gott, cool. Welch unnötiges, schönes Detail. Ja, wunderbar. Mal ganz kurz gucken. Ja, das man passt. Auf beiden Szenen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wurde mir nicht gesagt, ich kann mit der Fähre da jetzt rüberfahren und dann komme ich auf den anderen Teil der Stadt. Oh. Dieser Ort ist weit entfernt vom Konflikt. Wir haben viele Kämpfe durchgemacht, also ist es schön, hier in Frieden leben zu können. Findest du nicht? Ja. Ich kann aber keine Fähre jetzt darüber nehmen. Hat das nicht jemand gesagt, dass man mit dem Boot rüberfahren muss? Was ist das nicht du? Nee. Achso, das ist der Baigoma-Typ. Machen wir nicht jetzt, weil wie gesagt, wir können eh nicht gewinnen. Wir haben eh nichts. Oh. Na gut, okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal in den Nordwald und ballern da ein paar Vögel weg. Habe ich mit dem geredet? Ja. Okay, also, bis gleich. Okay, das war ja mal das Unspannendste, was ich hier erlebt habe. Ich bin in den Wald reingegangen, bin in den ersten Encounter reingelaufen. Bei dem Encounter war eine Truhe dabei, die habe ich aufgemacht und da war der Glücksbringer dabei. Das war sehr simpel. Und dann bin ich geflohen, weil ich fast geballert wurde von den Hasenmagiern. Ihrer Karottenexplosion, die uns irgendwie 70 Damage pro Spell macht. Okay, wir haben das Ding. Let's go. Noah, hallo. Did you happen to find the charm? Yep, this is it, right? That is it. Thank you so much. This was a gift from a friend of mine. They moved far away. But when we parted ways, we promised that we'd reunite one day as students at the University of Karl. Oh, I am so very grateful. I don't know if this will suffice as a reward, but I ask you to accept me as a comrade. I will do what little I can to aid you as the Alliance Librarian. Was auch immer mir das bringt. Also, abgesehen von Bildung für die Kinder in unserer Allianz und so weiter. Aber ich meine so aus einer Gamified-Perspektive. Welcome to the ranks. Oh, I will do my very best. Das werden wir aber wohl erst rausfinden, sobald wir wieder im Versteck sind. Twinkle. Oh, to be nestled in a quiet nook, surrounded by books. How delightful it will be. I cannot wait to provide the wonders of literature to the Alliance. I do hope you and your other comrades will be pleased. Ich bin Noah. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Buch gelesen. Stille Bücherwurm Mariette. Willkommen!
Willkommen. Ich glaube nicht, dass ich dich in die Party mitnehmen kann, aber willkommen. Ich mag das immer noch sehr gerne. Ich finde das eine sehr coole Mechanik, dass man Charaktere rekrutiert, die keinen Mehrwert haben bei den Kämpfen. Mal ganz kurz. Oh. Okay, wir brauchen noch den Glanzstein für Squash, für den Vogel. Also den Vogel will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich will auf jeden Fall irgendwann eine komplette Beast-Rin-Party haben. Das fände ich mega nice. Dauert aber noch ein Stück, dafür haben wir noch nicht genug. Wobei sich langsam unsere Reihen füllen. Kann ich eigentlich jederzeit einsehen, wen wir haben? Ach, grüne Gebiete sind Gebiete, das sind friedliche Gebiete und rote Gebiete sind Dungeons und so. Okay, okay. Dorf alt werden. Ja geil, dann gehen wir jetzt mal tatsächlich zum Mainplot und vielleicht können wir Perry mal wieder besuchen. Ich wollte eigentlich noch in dem Gasthaus übernachten, das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Naja, ich werde schon nicht attackiert werden, oder? Das sind ja die sicheren Straßen des Ostens. Da kann uns ja eigentlich nichts passieren, oder? Let's do this. What? What is... Ein Sahagin? Warum hat er ein Schwert als Nase? Ach, ein Schwertfisch. Of course. Of course. Okay. Einfach nur Gewalt. Und du auch einfach nur schneller Schnitzer. Du bist zumindest vor denen dran. Rüstungsdurchdringung... Machst du ein Schild? Aber eigentlich machst du kein Schild, du schlägst einfach drauf. Genau wie Noah und genau wie Leanne. So, bisschen Mehrzweckgewalt. Die Dinger sind tatsächlich schneller als Leanne. Macht mir Sorge. Giftblase, oh no. Okay, sie kriegt nicht so viel Schaden. Oh, nicht immer verfehlen! Suck on this. Nice. Großteil ist tot, das heißt, wenn ich jetzt mit Sabine den schnellen Schlitzer mache, müsste das Ding eigentlich sterben. Ching! Das hat nicht gereicht. Oh, nicht Yosuke, Alter. Nicht den Treter. Ich meine, ich bin ja ein großer Fan von so Martial Art Boxern, weil ich finde, Kickboxen ist eine der stylischsten Kampfsportarten, die es gibt. Aber der ist ja nur am Kicken. Der boxt ja gar nicht. Was übrigens auch funny ist. I am grateful for any opportunity to grow. Ah, eine neue Rune für Galdorf. Und Yosuke auch. Und Francesca auch. Und Leanne auch. Damn. Level 28 ist offensichtlich ein wichtiger Breakpoint gewesen. Da müssen wir noch sehr viele sehr viele Sachen machen. Was ich übrigens an der Overworld hier nicht mag in dem Game, du hast hier zwar so ein paar Ecken, wo du mal hingucken kannst, aber da ist halt nichts, weil du siehst ja schon, was da ist. Ne? Ist ja alles mit Wegen verbunden. Ich meine, so macht es die Erkundung natürlich extrem leicht, aber halt auch extrem, naja, minimalistisch, sag ich mal. Okay, neue Stadt. Vielleicht Perry. Oh, Perry, oh. Und wahrscheinlich eine Sequenz. Und Rüstungshändler und ein Typ, der laute spielt. Und ein Typ, der leise spielt. Da ist der Angler. Den habe ich sofort gesehen. So, this is Haishan. Sure is. I'm guessing we'll find Lady Periel either at the palace or the inn. The inn? She booked the biggest room they had. Didn't want to stay at the palace in case the walls had ears. Gotcha. Then let's go find her. Okay. So eine geschäftige Stadt, wie auf einem Fest. Guck mal, der sieht wichtig aus. Nee, doch nicht. Okay. Aber wir werden so viele Leute anquatschen, wir werden so viele Leute rekrutieren. Eri, es ist schön, dem Wasser beim Fließen zuzusehen, aber Papa kann nicht schwimmen, also können wir nicht hineingehen. Er hat Angst vor dem angeblichen Monster, das die Küste entlang schwimmt. Sinn? Katze.
Okay, was haben wir hier? Kann ich hier bei Goma spielen? Unser Bruder, ich habe Hunger. Können wir die Taube essen? Chirp, chirp. Nein! Eine Sache ändert sich nie. Kinder brauchen Essen. Das sollten wir die Kinder satt und glücklich halten, richtig? Damit wir danach die Kinder essen können. Es ist der Kreislauf des Lebens. The Circle of... Oh mein Gott, eine Schmiede. Wenn du nach einer Schmiede in Hishan suchst, sie gefunden. Hier findest du alles von Feldwerkzeugen bis zu Waffen. Was ist das? Oh, miau. Da liegt eine Katze in der Sonne. Da liegt eine Sonne in der Katze. Ich werde mein gesamtes Geld verbraten. Jetzt seid ihr bereit? Danke für den Besuch. Welches Metall soll es sein? Alles. Okay, das ist tatsächlich nicht sehr günstig. Aber doesn't matter. Klang, klang, klang. Was muss, das muss. Ich kann nochmal. Wir machen erstmal alles auf 5. Und ihre Waffe wird einfach nicht stärker, ne? Nicht deutlich zumindest. Weil dafür macht sie halt, hat sie ja auch Dual-Wield-Waffen. Verstehe nicht so ganz. Vielleicht gibt es manche Charaktere, die von ihren Stats leben und manche Charaktere, die von ihren Waffen leben. Weiß ich nicht genau. Das heißt, bei Charakteren, die hohen Waffenschaden haben, die kriegen einen größeren Bonus dadurch, dass wir ihnen die Stat-Ringe zum Beispiel geben. Weil ja die Waffe sowieso schon hoch ist. Das heißt, deren Stat-Growth wahrscheinlich entsprechend niedrig ist. Und wenn wir denen natürlich dann höhere Stats geben, ist es besser, als wenn wir es einem Charakter geben, der sowieso schon hohe Stats hat. Weil das in Relation zu dem Grundwert mehr bringt. Könnt ihr mir folgen? Gut. Wir können das auf jeden Fall alles nochmal upgraden. Aber will ich das? Ich glaube, ich will erstmal Rüstung kaufen, weil ich glaube, Waffen upgraden ist gut. Ja? Aber wir kriegen so penetrant auf die Fresse in jedem Fight. Das ist nicht schön. Oh, du... Oh! Ein Chefkoch? How's that? The Alliance seeks to hire a culinary mind. Yes, an intriguing thought. Alas, I'm already on a mission to find a recipe for the legendary dish known as Grilled Tatuva. Was auch immer das ist. I'm told the people who devised it are all bark and, well, that's it, actually. All bark. Whatever could that be referring to? Must find that grilled tatuva recipe. Oh, where are you, old bark people? Do I bay up the wrong tree? Chase my own tail. Okay, kurz ist etwas theatralisch. Nee. Wer ist das Kaff? Hishan. Whoops. Hishan. Und kurz. Sucht Rezept. Wie, was hat er gesagt? Groß Tatuva? Gegrilltes Tatuva. Recipe. Oh, where are you, old bark people? Do I bay up the wrong tree? Chase my own tail. Gegrilltes Tatuva, alles klar. Das kriegen wir doch mit Sicherheit irgendwo her. Der gute alte Waffenhändler, beziehungsweise Rüstungshändler. Hartschuppenband. Okay, wir fangen von unten an, weil unten sind... Ich habe niemanden, der Schilde trägt, das ist ja crazy. Vollplattenrüstung kann keiner tragen. Alles Klärchen, meine Bärchen. Lamellenrüstung brauchen wir zweimal. Aber sehr gerne. Ja gut, will ich jetzt den Silbernacht-Kettenpanzer verkaufen? Ich meine, er gibt uns halt ein bisschen offensive Stats, aber eigentlich... wir behalten den mal, einfach weil ich jetzt das Geld dafür nicht ausgeben will. So, Körperpanzer, da sind wir nämlich zu Hause. Look at this. Das kann die Francesca anziehen, dann ist die ein bisschen defensiver. Das kann der Joske anziehen, dann ist der ein bisschen defensiver. Das kann Leanne anziehen, dann ist die ein bisschen defensiver. Startumhang brauchen wir jetzt entsprechend nicht mehr. Solider Helm brauchen wir auch dreimal. Ach du Scheiße.
Naja, du auf jeden Fall erstmal, weil du stehst ja vorne. Und dann du auf jeden Fall, weil du stehst ja vorne. Und dann Noah auf jeden Fall, weil er ist der Main Character. Okay. Jo. Das auf jeden Fall auf Josuke, weil du stehst ja vorne. Das auf jeden Fall auf Lianne, weil du stehst ja vorne. Oder so ähnlich. Und dann haben wir noch das Stahlband für Francesca. Und dann sind wir komplett pleite. So, kann ich noch was verkaufen? Die Schuppenrüstung brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich habe noch mal Heilkräuter gekauft übrigens das letzte Mal, als ich Richtung großen Wald gegangen bin für den Charme von Marietta. Brauche mal ganz dringend einen NSC, der sagt, ey, ich kann deine Tasche erweitern. Aber das wird wohl noch ein Stück dauern. Fragezeichen. Teleportiert zum Dungeon-Eingang. Meh. Meh. Oh, warte mal. Was habe ich da gesehen? Ja, mal 2 Stacks davon. Ist zwar teuer, aber wir brauchen es halt für die Bossfights. Das ist schon wichtig, dass wir das haben. 100er Heal. Dieses Gebäude steht unter der Kontrolle eines echten VIP. Kein Zugang ohne entsprechende Genehmigung. Okay. Oh, mein Dude, da ist er. Noah, my friend. You putting that pole to good use? Ja, Mann, ich bin richtig fleißig, nicht am Angeln. Oh, me? Well, since we last spoke in Aaron's side, the currents of life have carried me here. And me, I'm not the type to swim against the current. I'm glad to see you're safe. Your name's been bobbing around recently. So I have to ask, are you the Noah leading the Alliance Army? Aber wenn wir ihn jetzt hier finden, dann haben wir ja die Tante tatsächlich verpasst. Das ist ja ätzend. Muss ich tatsächlich nochmal suchen gehen. One and the same. And I'm recruiting new companions for our forces right now. Would you be interested in joining us? Oh, you want me to join? I hear you, but I don't know how the current flows around that one. Or maybe I do. Tell you what, friend. Catch me a wheel-eye bream, and I'll sign up on the spot. Großaugenbrasse. Moment, da muss ich mir aufschreiben. Das muss ich mir aufschreiben. Da sind wir. Hi, Shen. Hi, Shen. Huang, der glaube ich, braucht Fisch. Ist das Ding? Großaugenbrasse. Anime-Augenbrasse, alles klar. Großaugenbrasse. Catching one of those is a sign of good luck. So if the wheel-eye bream are biting for you, it'd be a clear sign of the way fate is flowing. Okay, so. Und dann haben wir jetzt hier einen, oh, noch ein Bazar. Wo ist mein Telefon? Nein, ich möchte nicht kaufen, ich möchte verkaufen. Wo ist mein entsprechendes Bild? Geht gleich weiter, geht gleich weiter. Wir müssen das jetzt mal verkaufen. Vielleicht machen wir ein bisschen Profit. Ein bisschen. Ich muss erstmal. Da sind's. Nee, das ist nicht. Da ist es. 20. Mai. Ah. Okay. Wir haben. Haben wir Mais? Haben wir gekauft für 92. Machen wir Verlust. Geil. Schwarzer Pfeffer haben wir gekauft für 67. Jetzt können wir es für 89 verkaufen. Geil, sind wir dabei. Zack, haben wir wieder ein bisschen Moneten. Den Wein haben wir für 137 gekauft. Das ist mir nicht genug Profit. Den Chen-Tee. Ich glaube, der Chen-Tee war sehr günstig im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier kriegen. Ihr habt das Leder, haben wir nicht. Lederkleidung, Seide, Auslandskleidung, Teerstein. Das sind alles Sachen, die wir nicht besitzen. Hm. Ich glaube, das ist nicht so geil. Wenn das... Hm. I don't know.
I don't know. Ich glaube, wenn ich so sehe, dass da zwei Doppelpfeile nach unten sind, dann soll ich mal richtig schön reingehen. Aber dafür bräuchten wir sowieso erstmal Geld. Also doesn't really matter. Und hier haben wir schon wieder jemanden, der schätzen kann, aber ich habe nichts zum Schätzen. Deswegen schätze ich mal, dass wir erstmal einen NSC finden müssen, der so Antiquitäten überhaupt finden kann. Und die können wir dann schätzen lassen bei dem Dude. Und dann können wir daraus Geld machen. So wird es vermutlich sein. Ich will mit Puppen spielen. Was sollen wir heute spielen? Was wollen wir nur? Ah, gibt es im Norden nicht einen Krieg? Es wäre schrecklich, wenn er hierher käme. Warum spielst du nicht drinnen? Ich will aber nicht drinnen spielen. Oma. Bist du müde? Dann bleib doch eine Nacht in unserem Gasthaus. Hier ist selbst der betrunkenste alte Kauz willkommen. Wow. Wir haben keine Standards, denn wir werden bald insolvent gehen. Oh, apropos der betrunkenste alte Kauz. Boah. Hö, 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 hö. Boah, der hört doch gar nicht mehr auf, ey. That's some good booze. Tastes even better on a day like this. Excuse me, are you the famous spearman Ryufan? I heard talk of your exploits in town. Who? Well, if the likes of you have heard of me, then I suppose I must be famous. I am currently seeking stalwart companions. Can I interest you in joining the Alliance? You wish to be companions, lad? I don't suffer fools who are weaker than I. Boah, dem hau ich richtig auf den Friesen. If you wish to face me and find out if that includes your sorry self. Ah, normally I'd give you a thrashing, lad, but I'd hate to see you trip and twist a finger or something. Come back when you're less of a weedy runt. Okay. Was auch immer das bedeuten sollte, wahrscheinlich muss ich stärker werden. Also entweder höheren Stärkewert oder höheres Level. Greifen wir das natürlich auch auf. Dann. Ryufan schließt sich an, wenn wir stärker sind. Sweet! Sweet Baby Jesus, let's go! Okay. Was haben wir denn hier? Erstmal die Beine auf den Schemel legen und dann so ein bisschen schweben. Huch! Oh weh, du siehst ja total erschöpft aus. Hier ist das. Wie hat es dir geschmeckt? Hast du wieder etwas Energie? Ich bin ein großer Fan von Air. Ja, ich mag Luft auch sehr gerne. Ich bereite das immer zu, wenn jemand einen Muntermacher braucht. Jetzt geh und gib den Leuten Energie, die sie brauchen. Eingelegte Honigzitronen. Okay. Wir haben ein Rezept gefunden. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Willkommen in Haishan, der Hauptstadt von Yukris. Wir sind für unsere Kanäle bekannt, die sowohl eine große Attraktion als auch ein Mittel für den Handel sind. Außerdem führen wir unser Abwasser dort hinein. Hey, du hast bei Goma, wir sollten spielen. Packen wir's an. Oh, den Bengel mache ich richtig zur... Der Bengel macht mich richtig zur Schnecke. Ich wollte gerade sagen, der Rucksack hat aber eine... extrem hohen Kontrast. Bitte, 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 gib mir größeres Inventar. What the heck? Noah, was auch immer du tust, geh da nicht rein. Huh? Who's that? Wow. I can't believe you spotted me. That's impressive, to be honest. Listen. Whatever you do, just don't try to drag me out of this bag, okay? If you even think about it, I'll get really, really mad. I'm not trapped in here or anything. It's just so comfy. Why would I ever want to leave? I make magical store packs, you see. And some guy was so desperate for one that he kept trying to yank me out and steal mine. So naturally, I ran away. And now here I am.
You know, if you happen to have a safe, not full of thieves place for me to work, I'd be happy to snuggle down there and handle all your bag-making needs. Ja, bitte. So, any questions? Comments? Compliments? Das ist eine sehr schöne Tasche, die du hast. Schließ sie uns an. Join us. I totally nailed that negotiation. My name's Nell, by the way. If you need a sack, that's just my bag. Get it? Yay! Eine Tasche rekrutiert. Oh, look at this. Diese Tasche ist alles. Das ist irgendwie süß. Okidok. I'll head over to your town. Okay, gibt's dafür eine Walk-Animation? Weil das würde ich gerne sehen. Nee, okay, schade. Ich hatte sich einfach den Fluss geworfen. So that's how Nell gets around. Na, aber wie? Nein, ich will's doch wissen. Warum darf ich es nicht wissen? Hat das jetzt unser Inventar schon erhöht? Nein, das heißt, wir müssen erstmal zu Nell wahrscheinlich gehen. Okay. Da ist ja ein. Okay. Okay, das heißt, rechts geht's weiter. Was haben wir denn da unten? Huch! Oh mein Gott, wie in Suikoden! Is there any reason you're staring? In Suikoden, in jedem einzelnen Suikoden. Das ist, glaube ich, einer, wenn nicht der einzige Charakter, der immer in Suikoden ist. Also es gibt ja, Moment, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja 5 Suikoden-Games, ne? Und die spielen, glaube ich, immer in der gleichen Welt, aber zu unterschiedlichen Epochen, ja? Also da sind teilweise hunderte Jahre dazwischen. Und es gibt aber eine Konstante, die ist immer da. Und zwar ist das, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber das ist so eine kleine Magierin, die durch Raum und Zeit reist. Und die verteleportiert sich dann immer und landet dann immer versehentlich beim Protagonisten, ja? Und die bietet dann ihre Teleportationskräfte an. Und dann kann man halt so die Schnellreise freischalten. Und das ist total cool und ich liebe es und ich finde das nice. Und sie erinnert mich jetzt sehr an die aus Suikoden. Yeah. Did you just materialize out of thin air? Did I miss what? Miscalculate? How dare you? That's not at all what I said. You listen to me, Buster. I don't make mistakes because I'm perfect. With a sparkly, pristine capital P. Whatever you think you saw, you didn't, right? Ja, auf jeden Fall, genau so war's. Right. That's more like it. Don't you ever question a paragon. Nein, warte! Oh. Habe ich es verkackt? Habe ich es verkackt? Ist das nur Foreshadowing? Habe ich es verkackt? Ich weiß es nicht. Okay! Vielleicht taucht ihr ja hier in der Stadt nochmal irgendwo auf. Ich wollte eigentlich hier unten gucken. Goddammit, ich hatte schon gedacht, jetzt können wir gleich teleportieren, das wäre so schön. Hier beim wunderschönen fließenden Wasser ist ein schöner Rastplatz. Ich habe gehört, eine Dame aus dem Grom-Bezirk ist hierher geflohen. Vielleicht sollte sie das Wasser sehen. Das ist Perry! Aber ich will ins Wasser. Komm schon, geh mit mir schwimmen. Nein, wir lassen unsere Abwasser da rein. Wir können uns das fließende Wasser anschauen, aber dein Papa kann nicht schwimmen, also kannst du nicht hinein. Was, wenn dieses Monster von der Küste herkommt? Aha, aha, aha. Ah, stimmt, der Typ mit der Laute. Oh, willst du bei Goma spielen? Klar, da! Kann die alle nicht besiegen, sie sind viel stärker als ich. Wenn du nach einer Schmiede in Haishan suchst, hast du sie gefunden. Hier findest du alles von Feldwerkzeugen bis hin zu Waffen. Warum ist das kein richtiger Charakter? Das ist doch ätzend. Achso, das führt mich einfach nur raus. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir zur Mainquest. Bis dann. Ciao.